Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf QRsoft. Heute mit der Frage, was ist eigentlich das Hop-Up, wo liegt das, was genau macht das, wie funktioniert dies. Für die Erfahrungsspieler, die jetzt hier dabei sind, ihr müsst das jetzt nicht gucken. Wenn doch, sehr gerne, könnt ihr die Fakten bestätigen, aber ansonsten wird hier nichts Neues oder Weltbewegendes dabei sein. So, wo liegt eigentlich das Hop-Up? Das Hop-Up liegt vor dem Lauf und über dem Magazin, also bei meinem M81 zum Beispiel, wäre dies hier. Und siehe da, da ist es tatsächlich dieses weiße Plättchen drauf. Und hier könnte man es sonst theoretisch noch einstellen. Kommen wir erstmal zu einer Begriffserklärung. Fangen wir mit dem Hop-Up-Gummi an. Das Hop-Up-Gummi ist, wie der Name schon sagt, ein kleines Gummi. Dies wird über den Lauf reingeschoben durch dieses Zahnrad, was wir auch einstellen können. Der zweite wichtige Begriff ist die Hop-Up-Unit. Die Hop-Up-Unit beschreibt eigentlich nur das ganze Hop-Up-System an sich mit dem Hop-Up-Gummi und den Einstellzahnrädchen. Ansonsten war es das auch schon großartig mit den Begriffen. So, was macht eigentlich das Hop-Up? Das Hop-Up sorgt dafür, dass die Kugel, die den Lauf verlassen will, eine Rückwärtsbewegung drall bekommt. Und dieser sorgt jedoch dafür, dass die Kugel in der Luft sich leichter tragen lässt und somit nicht so schnell absinken, somit erzielt man eine höhere Reichweite. So, ist nochmal ein Detail, wie das genau funktioniert. Also, wir drehen an diesem Rädchen. So. Durch dieses Drehen am Zahnrad fährt hier das Hop-Up-Gummi hinaus, hier rot eingezeichnet. Dies ist viel zu viel, damit die Kugeln noch stecken bleiben. Am besten ist eigentlich, ja, so ungefähr. So, jetzt wisst ihr hoffentlich, wo das genau liegt und was dies tut. Jedoch ist das Einstellen des Hop-Ups nicht bei jeder Waffe gleich. Bei meiner M18 zum Beispiel muss ich wohl den Schlitten abnehmen und kann dann an das Einstellgerätchen, um es zu verstellen. Bei meiner AK416 zum Beispiel ist es so, ich muss vorher den Verschluss nach hinten ziehen. Dann öffnet sich diese Klappe. Und da sehen wir dann auch schon das Rädchen, wo wir das Hop-Up einstellen. Das System an sich ist eigentlich bei allen Waffen gleich. So, das war es auch schon wieder mit diesem kleinen, was ist eigentlich das Hop-Up-System-Video. Ich hoffe mal, ich konnte euch das Hop-Up ein bisschen näher bringen. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare, dann mache ich nochmal ein separates Video, wo ich das ein bisschen ausführlicher noch erkläre. Aber ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.